Herzlich willkommen zu einem neuen Video Fragen und Antworten. Wieder Mathematikteil diesmal. Und zwar wollen wir uns mit dem Fermi-Paradoxon beschäftigen. Warum sind eigentlich keine Außerirdischen schon längst hier auf der Erde? Wo sind sie denn? Und das wollen wir mit Mathematik ein wenig einkreisen. Und zwar haben wir eine außerirdische Zivilisation vorliegen. Und die schickt eine Voyager 1-ähnliche Sonde mit einer Geschwindigkeit von 6,1198 Kilometer pro Stunde los. Nach 250 Jahren ist die Replikation abgeschlossen und zwei Sonden werden wieder losgeschickt. Also es geht hier immer, zwei Sonden werden entstehen hier. Und wir gehen von einem mittleren Abstand von 6,23 Lichtjahren aus und es gibt 2 mal 10 hoch 11 Sterne in der Galaxis. Dann darüber hinaus haben wir dann noch die Lichtgeschwindigkeit gegeben. Die würde dann in der neuen Aufgabe dann da drin stehen. Das heißt, die brauchen wir natürlich auch noch. Und die Lichtgeschwindigkeit wäre in unserem Fall c. Und c ist hier jetzt 2,9. 2,9 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir haben hier einmal die Voyager-Geschwindigkeit angegeben und die ist 6,1198 Kilometer pro Stunde. Die müssen wir, damit wir das später mit der Lichtgeschwindigkeit vergleichen können, müssen wir natürlich in Metersekunden umrechnen. Das heißt, wir können hier auch einfach Kilometer, das ist natürlich 6,1198, ne, 10 mal 1000 Meter durch 3600 Sekunden. Das heißt, 61.198 geteilt durch 3,6 kommt das Gleiche raus. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir hier eine Geschwindigkeit raus von 16.999 Meter pro Sekunde für unsere Voyager-Sonde. Und das brauchen wir dann nachher nochmal. So, dass wir es erstmal auf einheitsmäßig richtig haben mit der Lichtgeschwindigkeit auch. So, wir machen jetzt mal, skizzieren Sie in einer Abbildung die ersten drei Schritte der Vervierfältigung der Sonden in der Galaxie. Beschriften Sie die Abbildung mit der Dauer jedes Schrittes. Das machen wir jetzt erstmal. Also wir haben jetzt einen unseren Planeten, einmal unseren Planeten. Wir schicken zwei Sonden los. Schicken nochmal zwei Sonden los. Und nochmal zwei Sonden. Jeweils. Das ist ein exponentielles Wachstum, weil wir zwei Sonden haben. Natürlich haben wir ein exponentielles Wachstum 2 hoch x. Warum 2? Wir haben ja hier zwei Sonden. Zwei Sonden. Dadurch hier natürlich auch 2 mal 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 hoch x haben wir hier vorliegen. So, das heißt, machen wir erstmal weiter mit der Beschriftung. Wir wollen das ja beschriften. Also 250 Jahre dauert es immer, wenn eine Sonde irgendwo auf einem Planeten angekommen ist, sich zu entpacken, alles neue Materialien zu erschaffen und wieder sich zwei neue Sonden zu bauen und die wieder nach oben zu schießen. Das dauert 250 Jahre. So, und jetzt natürlich die Frage, wie lange ist die Reisedauer? Das heißt, wie lange ist denn jetzt eigentlich dieses Stück hier, das müssen wir uns ja im Prinzip überlegen, wie lang dauert das? Also wie lange braucht eine Sonde zum nächsten Planeten? So, die Planeten sind 6,23 Lichtjahre voneinander entfernt und wir müssen jetzt irgendwie gucken, eigentlich, wir wollen Anteil der Lichtgeschwindigkeit berechnen. Wenn wir den Anteil in Prozent der Lichtgeschwindigkeit haben, können wir damit ausrechnen, wie lange das dauert. Ne? Weil wir wissen ja, die sind 6,2 Lichtjahre entfernt. Und dann wissen wir zum Beispiel, wenn wir mit halber Lichtgeschwindigkeit fliegen würden, bräuchten wir doppelt so lange, 12. Und wir müssen jetzt ausrechnen, wie viel, also 1,999 Meter pro Sekunde, welcher Anteil an Lichtgeschwindigkeit ist das? Naja, und dann können wir das ja mal ausrechnen. Also aus, machen wir das hier mal. Welchen Anteil hat das denn? Ja, also wir wollen sozusagen das da berechnen, dieses purpurne. Das heißt, naja, wenn die Lichtgeschwindigkeit 2,9
9 mal 10 hoch 8 ist, dann ist natürlich der Anteil 1, 6, 9, 9 geteilt durch 2,9 mal 10 hoch 8. Und da muss man den Taschenrechner halt bedienen können mit dem Hochzahlen. Und dann kriegen wir da raus 0,00005. 9. Also irgendwie ein ganz geringer Anteil, nur von der Lichtgeschwindigkeit bewegen wir uns. Und wenn wir sozusagen mit dieser Lichtgeschwindigkeit und sozusagen mit diesem Anteil der Lichtgeschwindigkeit hier bewegen würden, wie lange brauchen wir dann von hier nach hier? Na, das sind ja 6,23 Lichtjahre. Das heißt, wir brauchen in dem Fall 6,23 Lichtjahre geteilt durch 0,000059. Und das wäre dann in unserem Fall 106,279 Jahre. Also 100.000, über 100.000 Jahre bräuchten wir, um da anzukommen. Ganz schöne Ecke, aber wir werden gleich sehen. Ist alles so eine Verhältnissache, ob das klappt oder nicht klappt. Ne? Also das muss man dann schauen, inwieweit das passt oder nicht passt. So, das also sagen, so weit brauchen wir für die Reise und das brauchen wir jedes Mal, weil wir ja nur eine Mittel haben, brauchen wir das immer, diese Anzahl. Wir brauchen immer hier oben 1000, 100.000, über 100.000 Jahre, bis wir beim nächsten Planeten, im Sonnensystem sind, dann beim Planeten sind und dann brauchen wir 250 Jahre und dann geht es wieder von vorne los. So, wie oft müssen wir denn das machen, bis wir alle 2 mal 10 hoch 11 Sterne haben? Also wie oft müssen wir sozusagen diesen Schritt mit Vervielfältigung machen? Also die 10.627 plus 250 Jahre. Und 250 Jahre machen schon gar nichts mehr aus, weil wir so lange für die Reise brauchen. Das heißt, wie lange dauert das? Naja, da können wir dann wiederum ganz einfach Folgendes schreiben. Wir haben dann ja 2 mal 10 hoch 11 ist gleich 2 hoch x. Je nachdem, wie viele Sonden wir hätten, es würde natürlich hier nicht 2 stehen, sondern 3, 4 oder so. Guck dir nach, wie du das lösen kannst. Wir brauchen dafür den Logarithmus. Log x von y ist das meistens im Taschenrechner. Das heißt, wir brauchen hier den zweiten Logarithmus von 2 mal 10 hoch 11. Und das ist 38. Also 37 irgendwas, aber natürlich hilft das nicht. Wir können nur ganz schrittig fliegen. Also wir müssen 38 Mal uns replizieren und fliegen. Das ist gar nicht so häufig, ne? Und das nur mit zwei Sonden. Wenn es mit vier wären, wäre es schon die Hälfte der Zeit. Und mit acht noch kleiner. Also da bräuchten wir gar nicht so viele Replikationen. Und dann ist das mit der Zeit auch schon wieder eine andere Kiste. Na gut, rechnen wir das aber jetzt einmal damit. Also lange brauchen wir? Wir rechnen hier ganz schön lange schon an dem Teil rum. Vielleicht muss ich mal den Punkten das nochmal ein bisschen anpassen. Nichtsdestotrotz würden wir also einmal die Reisedauer haben plus die Replikationsdauer und das mal 38. Und dann käme raus, wir bräuchten insgesamt 4 Millionen Jahre, um einmal jeden Planeten besucht zu haben. Also jedes Sonnensystem zu besucht haben, so und so viel Jahre, also wir brauchen 4 Millionen Jahre und dann haben wir einmal in der ganzen Galaxie. Gut, das geht davon aus, dass es gleich verteilt ist es nicht. Wenn wir unsere Zivilisation ein bisschen unten in der Ecke ist, braucht es natürlich länger durch, aber sagen wir mal so unter 10 Millionen Jahren. Und dann haben wir alles besucht. So mit einer Sonde. Immerhin. Gut, dass sie natürlich noch eine Information zurückschicken muss, das ist egal. Wir wollen aber nicht, dass die Außerirdischen wissen, dass irgendwann da ist, sondern dass eine Sonde irgendwo ankommt. Also, dass wir erfahren, dass was los ist. So, und jetzt kann man ein bisschen rechnen. Das heißt, wir haben jetzt bei einem vermuteten Alter, jetzt machen wir hier sozusagen, gehen wir einen weiter, beim vermuteten Alter von 4,1 mal 10 hoch 9 Jahren, wie oft waren die dann da, die außerirdischen Sonden? Also jetzt nicht die Außerirdischen selber, die müssten ja dann noch sozusagen die Mitteilung zurückkriegen, sondern wie oft waren die da? Und das ist natürlich 4,05 mal 10 hoch 6. Warum 10 hoch 6? Und hier 1, da, ne? Das sind die 6 Nullen. Und dann kämen wir auf eine Zahl von 1.000.
Und 13 wieder aufgerundet, beziehungsweise abrunden, kann man sich überlegen. Also eigentlich ab, naja, die ganzen halben Zahlen zählen nicht. Naja, wahrscheinlich eher abrunden. Aber das kommt hier sozusagen auf die Zahl jetzt so nicht drauf an. Auf die letzte Kommastelle ist es ja ein Gedankenexperiment. Also 1012 Mal. 1012 Mal war eine Sonde, müsste hier schon angekommen sein auf der Erde. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment mal, die Erdplatten, die erneuern sich ja, irgendwann ist alles einmal durchgeschrotet. Und das heißt, auch wenn wir sagen, alle 10, 8 mal 10 hoch 7 Jahre aktualisieren sich sozusagen die Erdplatten, dann ist nichts mehr über. Dann hätten wir noch 19,75 Mal eine Sonde hier finden. Also wir müssten jetzt auf unserem Planeten an 19,75, also 19 Orten, irgendwelche Sonden finden, weil sozusagen von dem letzten Mal Erde, also Erdplatten durchgejodelt, bis heute müssten da sozusagen 20 Sonden, also 19 Sonden irgendwo rumliegen. Ja, und was wäre denn jetzt, wenn wir nur uns da rausgehen, okay, wir gehen nur auf die menschliche Zivilisation und die gibt es seit 1,1 mal 10 hoch 4 Jahren, also seit 11.000 Jahren. Und wenn wir das natürlich ausrechnen, welche Wahrscheinlichkeit, das ist dann auch gleich die Wahrscheinlichkeit, welche Wahrscheinlichkeit, ne? Wie, also wurden die schon mal besucht, ne? Und da können wir das einfach teilen, das ist im Prinzip eine andere Art der Darstellung, im Prinzip ein bisschen so gefragt, wie wahrscheinlich ist das, also dass wir hier schon besucht wurden. Und das ist eine 0,002 und das sind 2 Promille. Also in der Zeit, also weil die Zeit der Menschheit natürlich sehr kurz ist mit 11.000 Jahren, haben wir nur eine Wahrscheinlichkeit von 2 Promille, dass in dieser Zeit überhaupt jemand da war. Das ist immer so die Frage, wie wir das drehen, wie wir die Frage im Prinzip wissen wollen. Aber nichtsdestotrotz müssten wir vor der Beginn der Menschheit irgendwelche außerirdischen Dinge finden. Denn wo sind die denn? Weil eigentlich braucht man ja nur läppische 4 Millionen Jahre, um irgendwie die gesamte Galaxie zu besuchen, im Idealsystem, also sagen wir mal 10 Millionen Jahre, dann müssten die über 1000 Mal schon hier gewesen sein. Sind sie aber nicht. Woran liegt's? Was ist das Problem? Wir wissen es nicht. Ich packe unten mal einen Link über Raumzeit, ist ein toller Kanal. Da kann man eine schöne Reihe über das Fermi-Paradoxon gucken, wenn es dich interessiert. Skizzieren Sie in einer Abbildung die Vektoren VT und VR einer ruhenden Sonne, einer mit 50% Lichtgeschwindigkeit und 99 fliegender Sonde. Das ist nochmal ein schönes Teil über Vektorsachen, das kann ich hier nochmal zeigen. Das ist ein bisschen Raumzeit, sozusagen Raumbewegung. Das ist ein schöner Teil, ein kleiner Teil der Astrophysik, den wir hier nochmal, aber auch nochmal in Betrachtung von Vektoren, wie das sozusagen aussieht. Und das schauen wir uns auch nochmal an. Das heißt, ich räume hier mal auf, weil wir brauchen ja auch nicht immer alles hier. Das heißt, wir räumen hier ein bisschen weg. Das jetzt zurückspulen, um dir das nochmal anzuschauen. Also, wie sieht das aus? Wir leben in einer Raumzeit. Das heißt, wir haben hier den Raum und hier die Zeit. Und wenn sich eine Sonde, also eine Sonde, die kann sich, wenn sie ruht, bewegt sie sich mit dem Vektor VT. Das heißt, sie bewegt sich nur durch die Zeit. Weil aber wir haben also die Lichtgeschwindigkeit sozusagen unser Maximum an Geschwindigkeit, was wir haben können. Das heißt, wenn sich eine Sonde anfängt, durch den Raum zu bewegen, also sie bewegt sich auch durch den Raum, das heißt, wir haben hier einen Vektor in den Raum, dann muss sie automatisch weniger durch die Zeit sich bewegen. Das heißt, unsere Sonde bewegt sich langsamer durch die Raumzeit. Das heißt, wir bewegen uns langsam durch die Zeit. Also jedes Objekt, was sich bewegt, bewegt sich langsamer durch die Zeit als ein stehendes Objekt. Und das führt dann dazu, dass wenn wir fast 99-prozentige Lichtgeschwindigkeit erreicht haben, dann haben wir natürlich hier unseren Vektor im Raum. Dann haben wir kaum noch Vektor über für die Zeit. Das heißt, wir bewegen uns fast nur noch durch den Raum und nicht mehr durch die Zeit. Das heißt, die Zeit vergeht immer langsamer, weil wir eben sehr schnell durch den Raum uns bewegen. Und dann ist es auch die Frage, warum ist die Lichtgeschwindigkeit die maximale mögliche Geschwindigkeit? Weil wir einfach gar keine, also wenn wir noch
Also wir können nicht schneller werden, weil dann haben wir irgendwann alles aufgebraucht von diesem Zeitvektor, weil unsere Geschwindigkeit ja gedeckelt ist mit c. Das heißt, irgendwann ist Zeit gleich 0, also die Zeit steht und dann können wir nicht weiter, weil wenn die Zeit erstmal 0 ist, dann müsste sie danach negativ werden, dann müssten wir in die Vergangenheit reisen. Wenn wir dann schneller reisen, müssen wir in die Vergangenheit reisen. Gibt es auch ein schönes Video von Raumzeit darüber, aber am Ende ist es dann eben so, wir haben einfach nichts, wir müssen dann in die Vergangenheit reichen, wir haben auch keinen Raum mehr, wo wir uns im Prinzip drin ausbreiten könnten. Das heißt, das geht einfach nicht. Also allein schon dadurch, dass Raum und Zeit miteinander verschränkt ist, geht das nicht mehr. Das ist sozusagen hier die etwas schwierige Teil mit der Vektordarstellung in dieser Matheaufgabe, dass das nochmal zusammenführt. Was soll das eigentlich? Lichtgeschwindigkeit, Geschwindigkeiten. Und ja, Exponentialfunktionen haben wir hier sozusagen nochmal erarbeitet. Und dann haben wir uns sozusagen nochmal die Grenzen so einer Abbildung angeguckt, was das eigentlich heißt, ne, wenn wir Raum und Zeit haben und dann werden wir immer weniger und dann geht es nicht mehr weiter. Ja, und das war's auch schon für diese Aufgabe. Wenn es Fragen sind, bitte gerne unten in die Kommentare und viel Spaß beim Nachrechnen.